Nordseepier entdeckt. Okay, ist doch irgendwas. Okay, das ist doof. Ich muss dringend hier dieses Seilgedöns lernen. Gott, wie niedlich. Auch verschlossen. Du hast das Gesicht. Larry Salzberg kennt sich mit Gesichtern aus. Und deines würde sich gut auf einem Poster machen. Auf einer Werbetafel. Du hast nichts gesagt, aber ich kann mir deine Stimme vorstellen. Und ich hasse sie. Aber darum können wir uns in der Nachbearbeitung kümmern. Wir holen uns ein Mädchen, das alles synchronisiert. Du wirst perfekt sein. Was? Du bist keine Schauspielerin? Du machst kein Varieté-Theater? Du hast nie mit Ziegfeld gearbeitet? Oder für diese französischen Schäferinnen oder wie auch immer die hießen? Das ist unmöglich, du wärst perfekt gewesen. Aber wenn das wahr ist, dann bist du ein völlig unentdecktes Talent. Du musst in meinem nächsten Film mitspielen. Du musst einfach. Ich habe weder ein Drehbuch noch einen Regisseur, aber das ist unerheblich. Der Titel wird irgendwas mit Vision der Perfektion sein. Ein Thriller, ein Mord, Spannung. Etwas, das das Blut zum Kochen bringt, damit alle darüber reden. Über meinen neuen, aufstrebenden Star. Das wird ein Kassenschlager. Siehst du es denn nicht? Klar doch. Ich wusste doch, dass ich mich darauf verlassen konnte, einfach nur die Straße entlang zu schlendern. Du wirst im Handumdrehen ein Star. Oder ich heiße nicht Larry Salzberg. Jetzt brauchen wir nur noch eine Filmpartnerin für dich. Meine Castingchefin ist mit ihrem neuen Liebhaber in den Flitterwochen. Irgendwo, wo es warm ist. Aber egal. Es zählt nur der Film, den ich mir in den letzten 5 Minuten ausgedacht habe. Ich brauche Stars dafür. Richtige Stars. Dieses Städtchen ist trockener als meine Hemden an einer Wäscheleine im Sommer. Sehen wir mal. Johann dreht gerade diesen Tochter-Mutter-Film. Vivian kommt auf gar keinen Fall in Frage. Judy ist auf irgendeiner magischen Reise. Wir brauchen jemanden mit Schneid und Würde. Es gibt da diese erfahrene Schauspielerin, Catherine. Die würde passen. Anscheinend genießt sie derzeit die Freuden der Natur. Irgendwo auf dem düsteren Blätterdach, glaube ich. Aber Moment mal. Mir kam gerade eine andere Idee. Wir könnten auch in die sittsame und naive Richtung gehen. Mit jemandem wie Ingrid. Könnte auch in unseren neuen Film passen. Sie hat sich gerade erst ein neues Haus in Old Central District gekauft. Du könntest sie dort treffen. Ah, so viele Möglichkeiten. Schauspieler für Filme zu finden ist so aufregend. Also gut, ich überlasse es deiner Expertise. Finde eine passende Schauspielerin für uns. Eine, der du es zutraust, eine richtig gute Figur auf der Leinwand zu machen. Ja, Kinderspiel, oder? Auch verschlossen, hätte ich gedacht. Auch verschlossen. So ein Irrer weckt mich jeden Morgen auf. Ich springe kreischend ins Wasser und dauernd sagt er, oh, was war es noch gleich? Ich bin der große Fischmann oder sowas in der Art. Er ist so laut. Und es ist ja nicht nur das Gekreische. Er schlägt im Wasser auch wild um sich. Der arme Tropf kann vermutlich nicht schwimmen. Ich sollte mein Schlafzimmerfenster schließen. Oder auch nicht. Ich bin wegen der Meeresbrise hierher gekommen. Die kam mit dem Schwimmer am frühen Morgen. Mal gucken.
Na, komme ich hier tatsächlich rauf? Ups. Oh, schön. Was ist das denn? Hier funzt ja gar nichts. Kann ich wohl noch nichts machen. Und hier komme ich anscheinend nicht rein. Ups. Nein, 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 nein. Da war doch was. Ich hab's genau gesehen. Oh, wärmebehandelte Krabbe. Das ist gut. Ups, das war eine Etage zu tief, aber auch verschlossen. Aber da gibt's noch was. Meins? Ha! Münzsammlung. Die bringt doch 1000 was auch immer. Ja, das war's dann wohl erstmal, ne? Recht überschaubar. Ich meine, hier war das mit dem Tempel. Dann wären wir hier richtig. Guck, hier kann ich auch die Statue loswerden. Na, wieder zurück? Und sieh mal eine an. Du hast das schöne Stück. Oh Stella, das ist sehr gut. Du hast meinen Holzdruck den kalten Händen der Vettel entrissen. Wie raffiniert, wie mutig. Ja, du wirst mir bei meinen Unternehmungen eine große Hilfe sein. Oder sollte ich lieber sagen, bei unseren Unternehmungen? Nun, dann sind wir uns einig. Auf dieser Insel gibt es für mich nichts mehr von Interesse. Deshalb werde ich mich deiner kleinen Expedition anschließen. Als Passagier natürlich, nicht als Besatzungsmitglied. Ja, ja, solch ein Schiff könnte zur perfekten Galerie werden. Nun, worauf warten wir noch? Brechen wir auf. Ja, gucken wir mal, ne? Ein wundervoller Ort. Na schön, na schön. Ich weiß, dass ich es kann. Sicher wird es etwas kribbeln, aber nun. Was, wenn es weh tut? Ah, du bist hier. Gut. Du wirst dafür sorgen, dass es nicht schmerzhaft wird, richtig? Okay. Ich traue dir nicht wirklich, aber ich habe ja keine andere Wahl. Mein Piepmatz. Ich habe es getan und ich bin dabei nicht mal in Ohnmacht gefallen. Fühlt sich eigentlich ganz okay an. Wer hätte das gedacht? Also gut, machen wir uns an die Arbeit. Was? Oh, aber natürlich. Verzeih meine Überschwänglichkeit. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Wie achtlos und unhöflich. Ich bin Gustav. Und ich weiß nicht warum, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns bereits kennengelernt haben. Wie dem auch sei, ich freue mich, dass sich unsere Wege auf dieser Insel gekreuzt haben. Und ich weiß, dass wir gemeinsam Großes vollbringen werden. Diese Welt ist wundervoll und ekelerregend zugleich, genau wie die Kunst. Es ist wahr, Stella, die Götter haben uns mit großer Inspiration gesegnet. Es ist unsere ehrwürdige Pflicht, Seelen mit Schönheit und Ehrfurcht zu erbauen. Ich habe einen festen Entschluss gefasst, Stella.
Ich werde die großartigste Ausstellung meines Lebens zusammenstellen. Und du wirst mir dabei helfen. Oh, sie wird grandios werden. Ah, aber das Wichtigste zuerst, deine Bezahlung. Mir wurden schon viele Dinge nachgerufen, aber Geizhals gehörte nie dazu. Yay. So, mein Lieber. Bevor wir uns an die Ausstellung selbst machen können, müssen wir einige Vorkehrungen treffen. Um genau zu sein, müssen wir sicherstellen, dass wir über die benötigte Infrastruktur verfügen. Bitte höre mich an. Hat das Schiff Folgendes? Eine Art Fabrik zur Holzbearbeitung, wie zum Beispiel ein Sägewerk? Das käme für viele Bauvorhaben sehr gelegen. Ja, wie praktisch. Mit einem Webstuhl könnten wir auch Kleidung und Leinwand herstellen. Haben wir einen an Bord? Fantastisch. Eine Gießerei mit Werkzeugen zur Metallbearbeitung dient ebenfalls zahlreichen Zwecken. Haben wir etwas Passendes? Wirklich eine voll funktionsfähige Gießerei? Dein Schiff ist wirklich gut ausgerüstet, Stella. Und zu guter Letzt, der Grundpfeiler für die Arbeit eines jeden Kurators, ein Briefkasten. Die Korrespondenz mit anderen Gelehrten und Sammlern ist für meine Aufgabe hier absolut essentiell. Du hast bereits einen Briefkasten gebaut? Fantastisch! Nun, du hast noch nicht alle Dinge erledigt. Ich will dich nicht aufhalten. Was fehlt denn noch? Verbesserung. Jetzt bin ich nochmal gespannt. Okay, da baue ich einen Bauplan. Nachdem unsere Vorbereitungen nun abgeschlossen sind, können wir endlich an der nötigen Infrastruktur arbeiten. Idealerweise bräuchten wir für ein Projekt dieser Dimension einen speziellen Raum, um die empfindlicheren Artikel vor den Elementen zu schützen. Ein Schreibtisch, von dem aus der Kurator bequem arbeiten kann, ist aber ebenfalls vonnöten. Genau wie ein Wartebereich, eine Rezeption, Lagerräume und vielleicht sogar ein Geschenkeladen. Auf den könnten wir vielleicht verzichten. Wie? Etwas zu viel? Ganz im Gegenteil, Stella. Ich versichere dir, dass das wirklich alles nötig ist. Vernünftig, wie ich bin, ist mir natürlich bewusst, dass Platz ein Problem darstellen könnte. Daher denke ich an einen Mehrzweckbereich, der wundervoll dafür geeignet wäre. Machen wir uns also an die Arbeit. Schnapp dir einen Bleistift und hör gut zu. Eine Galerie ist recht paradox, da sie sowohl Kunstwerke beherbergt als auch selbst eines ist. Architektur ist schließlich der wichtigste Ausdruck dafür, dass der Mensch über die Natur gebietet. Genau wie ein Tempel. Bla bla bla. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie das New Bauhaus of Chicago etruskische Architektur in seine Designs einfließen ließ. Meine Güte, Güte, Güte. Gut, hast du dir das alles notiert? Ich kann gerne noch einmal auf die feineren Details des Vortrags eingehen. Soll ich ihn wiederholen? Nein, bitte nicht. Nun, wenn du darauf bestehst, dann will ich dich nicht aufhalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also, bis dann, eure Bora.